So, liebe Star Bulls-Fans, herzlich willkommen wieder auf dem YouTube-Channel der Star Bulls Rosenheim. Jetzt sind wir wieder im VIP-Raum. Heute haben wir wieder einen Gesprächspartner. Da habe ich die Ehre, Luki. Servus, grüß dich. Kommst du gerade vom Training? Ja. Wie war es heute? Ja, war gut heute. Heute haben wir schon ein bisschen Taktik gemacht für Freitag. Letzte Woche ist ja super gelaufen, also am Wochenende. Wie schaut es aus? Was denkst du, kommt die Mannschaft heuer noch reißen? Ja gut, wir müssen halt schauen, dass wir in die Playoffs kommen. Am besten gleich nur einen 6. Platz jetzt sicher machen und dann ist alles möglich. Playoffs ist immer eine neue Saison und da kann alles passieren. Schauen wir mal bei dir, Luki, privat. Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Hat es irgendwann die Vorbilder gegeben? Torhüter möglicherweise? Nein, also ich habe schon von klar auf, habe ich gern Schlittschuh gelaufen und dann habe ich gesagt, ich mag Eishockey spielen und dann mit 6 habe ich dann angefangen und ja, seitdem. Mit 6 hast du gesagt, du hast angefangen, mit 18 bist du dann schon in die DEL gegangen, genau, ja. Hannover. Hast du in der Zeit Rosenheim auch verfolgt, was da abgeht? Ja klar, man kriegt es immer mit. Man schaut ja immer, was so los ist in der Eishockey-Welt und Ergebnisse. Und spielen ja einige Leute immer noch da, die ich von klar auf kenne und deswegen schaut man immer. Was hast du aus der Zeit in der DEL mitgenommen, Erfahrungen? Ja gut, meine DEL-Zeit war natürlich jetzt nicht so erfolgreich, sage ich mal. Ich habe eigentlich nur sitzen müssen und man merkt halt, dass man einfach immer hart arbeiten muss und man darf nie aufgeben und man muss immer schauen, was kommt. Dann warst du in Klostersee, Sommer 2015, wieder zurück nach Rosenheim. Was war ausschlaggebend, dass du wieder auf Rosenheim kommst? Ja, ich wollte wieder in die zweite Liga und dann hat eben der Franz angerufen, hat gefragt, wie es ausschaut. Und Rosenheim ist halt super, ich kann in die Schule gehen, ich kann meine Ausbildung machen. Und Rosenheim ist einfach geil, daheim zum Spielen, das macht einfach Spaß. Es gibt ja auf Instagram ja super top modische Beutel von dir. Wie wichtig ist denn dir das Thema Mode? Das ist mir sehr wichtig. Also ich ziehe mich immer gern schön an und muss mir immer was zu anhören von den Jungs in der Kabine, aber ich mag es einfach und für mich ist es echt wichtig. In die auswärtigen Stadien werde oft gesungen, du hast die Haare schön. Kriegst du ja. Das mit? Was denkst du darüber? Ja, ab und zu kriegt man es schon mit, aber mei, damit muss man leben. Da wär's gecancelt mit den langen Haaren und für mich kein Problem. Im Finale 2009, 2010 in Peiting. Hast du noch kurze Jahr gehabt? Ja, da waren genau. Sie das letzte Mal, kurz, ja. Kurz, ein paar Jahre später sieht man die mit langen Haaren. Ja. Warum hast du jetzt lange Haare gewachsen? War das einfach so, okay, neuer Trend, ja, muss ich so haben? Damals in Halle gespielt und war einfach die Saison über Zahl zum Friseur zu gehen und hab's wachsen lassen und seitdem nein, bin ich dabei blim. Im Stadion gibt es ja oft Steinhauer-Sprechchöre von den Fans. Freut dann sowas oder ja, klar, das macht pusht, das pusht? Einen schon, ja, auf jeden Fall. Kriegst du es unterm Spiel auch mit? Ein bisschen, ja. Also man versucht natürlich das Ganze drumherum auszublenden, aber ganz funktioniert es nicht. Luki Steinhauer privat. Gibt es eine Mrs. Steinhauer zu Hause? Die gibt es, ja. Okay. Schon länger nicht Zeit? Ja, seit über einem Jahr jetzt. Okay. Ist die auch modemäßig so, dass du... Ja, schon ein bisschen. Passt es gut zusammen. Ja. Wer bei Maikäfer, wer kauft schon mehr Schuhe? Ja, das ist fast gleich. Also bei Zalando klingelt bei dir der Postbote und fängst du schon rein? Nein, Zalando nicht. Jeder. Ich stehe nicht so gerne im Internet. Okay. Wenn dann ins Geschäft gehe und Geschäft kann. Auch für dich zum Schluss eine Schnellantwortrunde. Es gibt 5 Begriffe und musst du als erstes zu zwei fällt einfach in den Raum schmeißen. Okay. Erster Begriff, welches Schulfach hast du gehasst? Mathe. Ist aber nur so. Ja. Okay. Dein aktueller Lieblingssong? Da habe ich keinen. Also ich stehe auf Hip-Hop und höre eigentlich Hip-Hop alles durch die Bank. Dritte Frage. Wo willst du unbedingt mal Urlaub machen? In der Karibik. Okay. Dein Lebensmotto? Refusing to fail. Okay. Und die letzte Frage des Doubles-Fans. Einfach geil. Klare Aussagen vom Luki Steinhauer. Ich bedanke mich bei dir. Ja. Wünsche dir nur eine verletzungsfreie, erfolgreiche Saison. Möglichst weit in die Playoffs kommen. Hoffen wir's. Und wir sehen uns dann wieder. Nächsten Freitag.